Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute, wie man so einen immerwährenden Kalender basteln kann. Er besteht hier aus zwei Würfeln. Dann habt ihr hier diese Grundform. Dann habt ihr hier Dekoration, also Standteile, ein kleines Stempelmotiv. Und dann habt ihr hier hinten so ein Täschchen, wo ihr dann eure Monate austauschen könnt. Januar, Februar, März, April und so weiter. Die Würfel, die werden nicht festgeklebt, denn ihr wollt ja dann die Zahlen dann immer auch auswechseln. So. Oder so, die könnt ihr dann jeden Tag so drehen, wie das ist. Und wenn der Monat rum ist, nehmt ihr einfach den nächsten Monat. So, dieser Kalender sieht schwerer aus, als er ist. Also traut euch. Hier diese Blütchen, die sind dann nur so reingesteckt. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Und dann geht's jetzt mal los. Für euer Projekt braucht ihr einen Karton von 29,6 x 14 cm und den falzt ihr bei 1 cm, bei 9,5 cm, bei 11,5 cm und bei 19 cm. Und dann falzt ihr alle und das sind alles Talfalten. Und dann habt ihr euren Grund für euren Kalender schon fertig. Bevor ihr aber das so zusammenklebt, klebt ihr den Karton auf. Das ist einmal 8,5 mal 13,5. Der kommt hier oben hin. Dann dazu das Krabbpapier von 7,5 x 13,5. Das kommt so drauf. Dann klappt ihr das so zusammen und dann kommt hier ein Karton drauf von 7 x 13,5. Das Krabbpapier dazu hat 6,5 mal 13 und dann hier unten auf diesen schmalen Streifen habt ihr Karton von 1,5 mal 13,5 und ein Stück Skrapapier von 1 cm mal 13 cm. Und auf dieses Stückchen hier kommt doppelseitiges Klebeband. Wenn ihr das alles aufgeklebt habt, sieht das dann so aus. Also hier diese beiden, dort das hier und dann hier das Klebeband, das doppelseitige. Und dann macht ihr die Schutzfolie ab. Und dann klebt ihr das so zusammen. Richtig schön festdrücken und dann ist euer Grundteil für den Kalender fertig. Das könnt ihr jetzt beiseite stellen. Dann braucht ihr für die Halterung der Monate ein Stückchen Karton von 9 x 6 cm und dem falzt ihr bei 0,5 und 1 auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wieder bei 0,5 und 1 cm. Und hier auf der langen Seite ebenfalls bei 0,5 und 1 cm.
Auf die Außenkanten kommt dann wieder doppelseitiges Klebeband. Und wenn ihr das gefalzt habt, dann kommt hier diese Ecke weg und diese Ecke wird dann weggeschnitten. So. So muss das dann aussehen. Und von der Vorderseite sieht es so aus. Dazu braucht ihr noch ein Stück Scrap-Papier von 6,5 cm mal 4 cm und das wird hier vorne dann drauf geklebt. Das können wir jetzt auch zuerst machen. So. Und dann das so aus und dann macht ihr hier diese Folie ab und dann klebt ihr das so als Schachtel zusammen und wenn ihr das dann gemacht habt, dann kommt das hier drüben so. Das wird dann hier angeklebt. Ihr könnt auch noch mal mit dem Scherenrücken hier also so reingehen und das noch mal ein bisschen fest drücken, dass das auch wirklich festhält und dann sieht das so aus. Jetzt brauchen wir hier für die Monate Januar bis Dezember so kleine Kärtchen. Die sind 6,5 mal 6,5 cm groß. Davon braucht ihr 3 Stück. Und dann zeichnet ihr euch, also legt die so auf eure Schneidematte und dann zeichnet ihr mit Lineal und Bleistift von oben 1,5 cm an und von der anderen Seite genauso 1,5 cm und wenn ihr es umdreht, müsst ihr jeweils auch wieder 1,5 cm abmessen. Das erleichtert euch die Größe zu finden eurer Monatsnamen und die Bleistiftlinien, die könnt ihr am Ende wieder wegradieren. Und ich habe dann hier für die Mitte, weil das sah irgendwie zu leer aus, habe ich hier so einen Rollenstempel genommen und habe dann hier in der Mitte in der gleichen Farbe, also braun, darüber gerollt, so dass ihr dann alle Monate habt. So, also es kommen jeweils immer 4 Monate auf ein Kärtchen, fangt an bei Januar, dann dreht ihr es um, dann kommt der Februar, dann dreht ihr es wieder um, dann habt ihr den März und dann den April. Und dann kommt der Mai, Juni, August und dann der September, Oktober, November und Dezember. So. Müsst ihr jetzt sortieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das sind alle. Und die werden hier dann eingesteckt. Seht ihr? Und dann habt ihr eure Monatskärtchen fertig. Dann könnt ihr das jetzt erstmal beiseite stellen, wieder. Und dann braucht ihr natürlich noch die Zahlen eines jeden Monats. Und dazu basteln wir uns 2 solcher Würfel. Die sehen gar nicht so schwer aus. Ist es auch nicht. Ihr braucht dafür einen Karton von, also zwei Kartonstücken von 17 mal 14 cm und ich gebe euch dafür auch eine Vorlage, die sieht dann so aus. Also ihr faltet das auf dieser langen Seite bei
4 cm, bei 8 cm, bei 12, bei 16 und dann habt ihr hier noch 1 cm übrig. Und auf der kurzen Seite unten messt ihr 1 cm, dann bei 5, dann bei 9, dann bei 13 und habt ihr auch wieder 1 cm übrig. Dann schneidet ihr alle schraffierten Flächen weg und schneidet jeweils hier diese markierten Stellen ein. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann schneidet ihr jeweils hier die Ecken noch weg von allen Stücken, die dann umgefaltet werden, und macht an den Teilen hier doppelseitiges Klebeband und dann ist eure Form des Würfels schon fertig. So. So sieht das dann aus. Ne? Bevor wir das aber dann zusammenkleben zu einem Würfel, braucht ihr 12 mal einen Kreis. Den könnt ihr mit solch einem Kreisstanzer, der ist jetzt 1 3/8 Inch groß, also 12 mal diesen großen Kreis und 12 mal einen Kreis mit 1 Inch, und das ist da, wo dann eure Zahl drauf kommt. So, auf den einen Würfel kommt die Zahl 0, die 1, die 2, die 3, die 4 und die 5. Und auf den zweiten Würfel kommt die 6. Das ist dann gleichzeitig auch eure 9, die 7, die 8, die 0, die 1 und die 2. Und diese klebt ihr jetzt erst auf, bevor ihr den Würfel dann zusammen macht. Ihr habt jetzt alle aufgeklebt, alle Kreise, hier das Klebeband drauf gemacht und die Schutzfolie abgezogen. Und jetzt faltet ihr das hier um und dann fangt ihr an, den Würfel zusammenzukleben. Immer schön Kante auf Kante, damit er nicht schief wird. Und das ist jetzt schief. So. So, damit ist euer Würfel fertig und die können dann hier platziert werden und dann jeden Tag eben die richtige Zahl eingestellt werden. So, und jetzt sieht er natürlich noch ziemlich langweilig aus und deswegen brauchen wir jetzt noch ein bisschen Dekoration. Und ich habe mir dafür ein paar Stanzteile ausgesucht und ein Stempelmotiv. Ich habe das hier genommen, das stempelt ihr auf weißen Karton, malt es an und dann schneidet ihr es passgenau aus. Dann braucht ihr einen Zaun, den habe ich von dieser Stanzschablone genommen. Dann braucht ihr ein bisschen Gras,
Das ist von dieser Schablone genommen. Und dann habe ich mir noch einen Baum ausgesucht und der ist von dieser Schablone. So. Und dann kommt als erstes, kleben wir den Baum hier auf. Der kommt hier hin. Also hier wird dann das Gras angeklebt, dann könnt ihr hier drüben den Zaun aufkleben. Und das Mädchen, das setzt ihr dann hier so auf den Zaun drauf. So sieht das dann aus. Dann klebt ihr hier noch mal ein bisschen Gras unter dem Baum und dann habe ich hier so kleine Röschen mit Draht dran. Wo ich die habe, weiß ich leider nicht mehr, aber die sind für dieses Projekt sehr gut geeignet. Vielleicht kann man auch das selbst antragen, wenn ihr so kleine einzelne Röschen habt. So, dann habe ich mir überlegt, dass wenn die Würfel hier so stehen, so direkt hier vorne dran eine Blüte sitzen soll und dann nehmt ihr hier so einen Prickelnadel und dann stecht ihr hier ganz vorsichtig ein Loch durch. Und dann steckt ihr hier die Blüte rein. Das gleiche macht ihr hier auf dieser Seite. Also stecht immer die Löcher, wo ihr sie haben wollt. Und dann steckt ihr die Blüten durch. So, seht ihr? Und damit ist euer Kalender fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Yeah.